Schön, ja, seit ich wieder auf der Bühne stehen darf mit dir. Vor uns stand ich leider im Stau, da konnte man keinen. Das stimmt, das stimmt. Oh, Mann. Ihr seid heute unsere Premierengäste. Also ja, das ist das erste Mal, dass wir heute gemeinsam wieder auf der Bühne stehen. Wir haben ein paar Wochen, ich glaube, die letzte Autogrammstunde hatten wir ganz in der Nähe in Halberstadt. Vielleicht weiß es der ein oder andere, vielleicht aber auch nicht. Ich bin ursprünglich aus Halberstadt, da komme ich her. Und jetzt, ja, Halberstädter hier, ja, hallo? Nee, aber, ortsverbunden, ne? Harzkreis. Wir gehören zusammen, Jens, weißt du? Wernigerode, Halberstadt. Ach, ist das alles? Ja, ja, ist Harzkreis. Oh, aber das ist doch schön. Ja, ja, so. Aber wir haben uns jetzt wieder separiert, wir haben wieder alle unsere eigenen Kennzeichen. Ach so. Das war eine Zeit lang nicht so, aber jetzt gibt es wieder HBS und WR, ne? Wusste ich gar nicht, dass das so streng ist alles hier. Ja, ja, Jens, hier hat jeder seine Berechtigung. Dann lass uns lieber zur Musik kommen, das ist viel einfacher alles. Ja, dieses Album, was ich hier in der Hand halte, wenn wir schon mal fast Heimspiel haben bei dir, wollen wir natürlich auch nochmal hier offiziell gratulieren, denn diese CD, da kann man richtig stolz drauf sein, hat es geschafft in die Top 15 in Deutschland. Das ist unfassbar gut. Ja. Wahnsinn. Muss man einfach mal so sagen. Dankeschön. Übrigens weiß ich, dass heute der ein oder andere vielleicht sogar einen etwas weiteren Weg hierher aufgenommen hat und das Album wahrscheinlich auch schon dabei hat. Ja. Und nur mit euch war das möglich. Vielen, vielen Dank. Platz 15 ist für mich, wenn man aus Halberstadt ist, aus einer kleinen Stadt, so wie Wernigerode oder Halberstadt, und mit 15 Jahren den Traum hat, Sängerin zu werden. Ich sehe noch ein, zwei bekannte Gesichter hier von früher. Dann ist das natürlich unvorstellbar. Wenn man dann aber, naja, doch so knapp gute 14 Jahre später wieder hier steht und eine CD dabei hat, die auf Platz 15 in den Charts eingestiegen ist, dann ist man da ganz besonders stolz und dankbar. Also vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr hier seid. Und für alle, die das Sonnenkind noch nicht haben, ich war schon immer ein Optimist und habe ganz, ganz fest daran geglaubt, dass das was wird. Und genau deshalb ist diese CD, glaube ich, auch so positiv geworden. Da sind ganz viele Lieder drauf, mit einfach nur mit der Sonne aus dem Herzen auf die CD gebracht. Und deshalb ist die auch wirklich nur was für Optimisten und die, die es werden wollen. Ne? Alle Miesepeter, die heute eh nicht hier sind, für die ist das Album sowieso nichts. Gibt es ja eh nicht in Wernigerode, Miesepeter. Nein, das ist guck ja mal. Kämpfer. Die werden ja gar nicht reingelassen. Nun waren wir auf großer Autogrammstundentour. Das ist ja noch einer von den Zusatzterminen, die wir gemacht haben. Wir haben gesagt, komm, die Tour war so erfolgreich, wir suchen uns nochmal die schönsten Städte raus. Genau, ich so zeig dir mal Wernigerode. Genau, so ist es. Und so kommen Sie heute in den Genuss, nochmal diese Autogrammstunde zu erleben. Und woran ich gar nicht mehr geglaubt habe, dass ich heute diese Box noch in der Hand halten darf, denn die Box ist eigentlich in Deutschland fast ausverkauft. Das dürfen wir mal so sagen. Die hast du dir reserviert. Komm, ja, der Real hat das möglich gemacht. Ah, einmal hin, alles drin. Und der hat gesagt, wir müssen mal schauen, wie wir noch zu diesen Boxen kommen. Er hat noch mal ein paar organisiert, der Real. Und das ist nämlich eine ganz besondere Box. Hat jemand schon die Box von Ihnen? Da wissen Sie ja, was drin ist. Jens, du müsstest doch schon gelernt haben, bei den Autogrammstunden, ja, die Boxbesitzer sind die hier vorne mit den gelben Armbändern. Genau so ist es nämlich. Die sitzen hinten, die sitzen vorne. Schau, da ist auch noch ein gelbes Armband. Denn das ist nämlich in dieser Box drin, ein wunderbares Freundschaftsband. Und passend zum Sonnenkind und zur Sonne natürlich in Sonnengelb. Ja. Damit wir uns auch alle erkennen. Und wissen Sie, wenn ich schon mal die Box aufhabe, dann zeigen wir Ihnen jetzt mal, was alles in der Box da drin ist, ja? Wird man einfach mal tun. Also das Band ist drin. Das Band ist drin, die CD ist drin. Und wie gesagt, da sind insgesamt 11 Lieder drauf. 15 insgesamt, aber 11 neue Lieder und 4 sind doppelt. Da gucken Sie nicht doppelt, die sind wirklich zweimal drauf, aber in zwei verschiedenen Versionen. Denn ich war mit meiner Band noch im Studio, mit der ganzen Mannschaft in Berlin, da wo ich jetzt lebe. Und da haben wir uns einfach zusammengesetzt und die Lieder so gespielt, wie sie sind. Bass, Gitarre, Schlagzeug, nicht mehr, nicht weniger, einmal durchgespielt und das klang so schön. Das war wie im Wohnzimmer. Omas Stehlampen hatten wir noch damit stehen. Das wollten wir unbedingt mit auf die CD nehmen. Und für alle, die das auch gerne mal nicht nur in Ton, sondern auch in Bild haben möchten, haben wir in die Box noch eine DVD gepackt, wo man uns gemeinsam im Studio in Berlin sitzen sieht, wie wir diese 4 Lieder noch extra einspielen. Noch immer so wie immer, nach dem Regen einfach so und nein. Also dann
habe ich mir noch ein bisschen was gedacht, um euch vielleicht zu den 11 Liedern ein bisschen was zu erzählen. Das mache ich nicht jetzt hier, sondern das ist auch auf der DVD. 11 Hintergrundgeschichten. Und es gibt noch ein Album-Spezial vor und hinter den Kulissen. Wunderbar. Dann haben wir diese wunderbare Autogrammkarte. Ja, und so, wir tauschen einfach. Wir haben noch die letzten Tage im August, also die Entscheidung ist noch nicht gefallen, denn ich habe mir mit dieser Autogrammkarte auch was Besonderes gedacht. Natürlich habe ich heute auch Autogrammkarten dabei zum Unterschreiben, aber das ist eine ganz besondere, denn natürlich ist die schon handsigniert. Das Motiv gibt es auch nur in der Box und die ist auch handnummeriert, denn jede Box hat von mir eine Nummer gekriegt und wenn ich nächsten Monat am 1. Oktober bei Carmen Nebel in Berlin auftrete in der großen Samstagabendsendung, dann möchte ich gerne zwei von euch einladen, mit mir den Abend in Berlin zu verbringen bei Carmen Nebel. Ich habe gute Plätze reserviert und werde unter allen Boxbesitzern ein Nümmerchen ziehen und diejenigen, die lade ich dann ein nach Berlin. Zu Carmen Nebel, genau. Das ist ja mal eine schöne Sache. Und ja, da kann man auch mal hinter die Kulissen gucken und so weiter. Ja. Das ist alles möglich. Ja. Oh, toll. Aber nur mit der Box. Guck, also, ja. So, dann haben wir noch dieses kleine Tütchen, klein, aber oho. Ja, man ist jetzt dieses Jahr schon ein bisschen spät dran, aber das Album kam ja schon vor anderthalb Monaten raus. Und da habe ich Sonnenblumensamen mit reingepackt. Passend zum Sonnenkind dachte ich, was kann man denn noch mehr da rein tun? Nicht nur Musik, nicht nur Video, nicht nur ein Poster, sondern vielleicht, wo man auch länger was von hat. Sonnenblumensamen könnt ihr schön in die Erde setzen, bisschen Wasser, bisschen Liebe, gute Musik und dann wird das wahrscheinlich erst nächstes Jahr was mit den Sonnenblumen. Wir haben natürlich noch dieses Poster, aber der Kopf genau, ist auch genau, habe ich gerade erwähnt. Der Kopf ist auch ganz her. So ist es. So, und weißt du, was ich mir überlegt habe, Linda, hier für Wernigerode, wenn du schon Heimspiel hast hier, oder fast Heimspiel. Dann das alles ist übrigens in der Box. In der Box, also DVD, Poster, Sonnenblumensamen, CD, Armband. Und Karte. Gibt es auch gleich hier, wirst du unterschreiben. Ja. Aber wir geben noch hier ein ganz großes Poster mit dazu. Habe ich mir überlegt, wenn Sie einverstanden sind, wenn Sie also eine CD heute mitnehmen, dann bekommen Sie das große Poster noch mit dazu. Manchmal hat der Jens auch die Spendierhosen an. Heute ne? schon. Heute, heute schon. Hat er was wenn gut schon zu die machen. Schweißtropfen. Ah ja, das stimmt. Okay, bevor wir Ihnen jetzt für Sie hier auf die Bühne zwei Musiker noch holen aus deiner Band. Fragen wir noch nach, wann sehen wir dich wieder im Fernsehen? Steht wieder was an, an Fernsehtermin? Ja, ich bin eigentlich ab Montag, wieder jeden Tag unterwegs. Wir machen noch ein, zwei Autogrammstunden, dann bin ich mal für einen kurzen Abstecher ab Freitag in Österreich. Mach aber da Fernsehen für den MDR. Die Starnacht aus der Wachau wird am Samstagabend, am 3. September, glaube ich, live übertragen. Kommt eine Woche später auch noch in Österreich im Fernsehen. Und ja, der 1. Oktober natürlich, Carmen Nebel. Carmen Nebel steht an. Musik auf dem Lande mit Maxi Arland ist auch zu sehen demnächst. Alles im MDR am 16. September. Und ich glaube, ich verliere langsam den Überblick, deshalb schaut einfach auf www.lindahesse.de. Da sind alle Termine immer ganz aktuell und dann brauche ich euch auch hier keinen Blödsinn erzählen. Genau das ist es. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, es ist ja eine Autogrammstunde mit einem kleinen Auftritt und jeder, der schon mal bei einem Konzert von Linda Hesse war. Wir haben ja auch schon hier in Wernigerode gespielt. Wir hatten hier unser erstes großes Konzert und da waren diese beiden auch schon dabei und weil sie es so schön fanden, sind sie auch wieder mitgekommen. André und Isabel waren mit mir. Ja, bitte. André und Isabel waren mit mir schon vor drei Jahren hier beim, nein, vor vier Jahren, beim MDR Harz Open Air. Ich glaube, das war damals sogar das erste oder das zweite, gleich hier nebenan im Park. Und wir waren damals Vorband, wer hat da gespielt? Silly. Von Silly. Und das hat so viel Spaß gemacht und wirklich, ich glaube, Wernigerode hat den Grundstein für uns gelegt. André schreibt und komponiert übrigens alle Lieder, produziert sie und ist also quasi auch ein Sonnenkind. Und wir würden ganz gerne einfach so noch ein kleines Lied für euch spielen.